Ein Mann kommt zum Neurologen, weil er ein neues Hirn haben will. Sagt der Arzt, das ist an sich kein Problem, ich kann Ihnen Folgendes anbieten, Sie können das Hirn eines Nobelpreisträgers haben, kostet 3000 Euro. Sagt er, Sie können aber auch das Gehirn eines Weltraumforschers haben, es kostet 5000 Euro. Sagt er, 5000 Euro, was haben Sie noch? Sagt er, Sie können auch das Hirn eines Politikers haben, kostet allerdings 1 Million Euro. Sagt er, warum ist das so teuer? Sagt er, weil es völlig ungebraucht ist. Sehr,